ansprechen. Mit einem fetten, wertschätzenden, liebevollen Mega-Applaus. Hier ist Thomas Rösch! Ich genieße diesen Moment. Ihr seid grandios. So unglaublich. Ja, Menschenskinder, da liegt er nun. Ich warne vorneweg. Alles, was ich heute sage, versteht jeder, wenn er es verstehen will. Ich habe es die letzten 20 Jahre durch einen Trichter laufen lassen und habe gebündelt. Hallo ihr Lieben, nach unzähligen Anfragen, Thomas, wann kommt dein Video von Gedankentanken endlich online? Ja, es dauert noch 2 bis 3 Monate, aber gerne liefere ich euch heute ein paar Eindrücke von diesem wunderbaren Tag der Deutschen Einheit in Köln. Da stand ich auf der Bühne zu meinem Lieblingsthema, ihr kennt es, das Wochenende neigt sich dem Ende, der Tatort ist vorbei. Du sitzt auf der Bettkante und fällst zurück in dein Kissen und schläfst mit dem Gedanken ein, wow, nur noch einmal schlafen und dann ist wieder Montagmorgen. Und genau das war auch das Vortragsthema auf der Gedankentankenbühne. Was kann die Wirtschaft vom Fußball lernen? Wie schaffen wir es, aus einer Unternehmenskultur eine Fankultur zu entwickeln? Solche Dinge wie Kopfkino, Jürgen Klopp als Meister der Motivation, Widerstände auflösen, Werte erlebbar machen, aber auch alles, was uns begegnet, voller Respekt annehmen. Das sind meine Themen. Und lass es in der Umarmung rauskommen. Plötzlich sind Energieblockaden aufgelöst. Wir müssen mehr miteinander reden. Chef, ich muss mit dir reden. Ich habe da ein Thema. Auflösen, Punkt 2. Der Punkt 3, aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wer kennt von euch Unternehmensleitbilder? Kennt ihr sowas? Du liest dir den Text durch, das ist aktive Lesestärkehilfe. Ja, das ist einfach so. Das ist unglaublich. Da stehen aber unglaublich viele tolle Werte drin. Aber wo werden denn Werte erlebbar? Wann und wo werden Werte erlebbar? Und das ist die Kunst in deinem Unternehmen, solche Werte wie Wertschätzung, Verantwortung, Vertrauen, Sicherheit, Mut, all diese Dinge zu leben. Und auch letztendlich zu spielen. Eine kleine Geschichte. Ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten mit tollen Unternehmen mit 170 Leuten, Personalversammlung. Alles schön, war wunderbar. Vor 2 Wochen bin ich ein E-Mail. Recht herzlichen Dank, Herr Moss. Die größte Herausforderung an diesem Tag war es, dass ich 18 Minuten nicht überziehen durfte. Vor dir auf der Bühne läuft ein Countdown und du hast immer die Zeit im Blick. 8 Kameras schweben um dich herum und du bist nicht so frei wie sonst. Aber genau das ist die Herausforderung gewesen. Es war ein wunderbarer Moment für mich. Schaut her, ich mach's mit der Hand, ja. Gute Fußballer erkennt man am Werfen. Kennt ihr das ganz gut?
Nein, der Ball fliegt hoch. Was ist euch aufgefallen beim Kontakt des Balles mit meinem Körper? Was habe ich gemacht? Nachgeben, Energie rausnehmen, durchatmen, um dann den Ball zu spielen. Bei allem, was euch im Leben begegnet, tut es. Und genau aus diesem Grund wünsche ich euch jetzt für die noch so unglaublich spannende und lange Lebenszeit ein richtig geiles Spiel mit einer offensiven Taktik, mit kreativen Spielzügen. Viele Erfolg, vor allen Dingen aber Verletzungsfreiheit. Geht raus, seid stolz auf euch und auf eure Mannschaft. Und spielt euer Spiel. Aber für mich war es großartig, heute mit euch Zeit teilen.